Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Und wir werden mal jetzt darunter. Söldnerin! Und das sieht aus wie Barnabas Schiff! Eigentlich. Ah! Das Schiff gehört jetzt der Adlerfrau, der legendären Söldnerin, die in der ganzen Welt bekannt ist. Ich bin nur ihr bescheidener Diener. Barnabas, du bist zurück. In Fleisch und Blut. Etwas älter, aber kein Stück weiser. Mikos schickte mich, um auf deine Rückkehr zu warten. Es geht um Nelios. Um wen auch sonst? Was hat sich mein Neffe dieses Mal eingebrockt? Ich glaube, diesmal ist es ernst, Barnabas. Du solltest zu ihm gehen. Mikos sagte, ich solle nicht ohne Hilfe zurückkommen. Ich muss nachdenken. Nur eine Sache. Ich kenne meinen Neffen. Oh ja, ihm geht's gut, so viel ist sicher. Ich bin auf dem Schiff. Und du, Söldnerin? Irgendjemand muss nach Nelios sehen. Warum glaubt er nicht, dass mit seinem Neffen etwas nicht stimmt? Es ist... Naja, Nelios war ein unmögliches Kind. Er hat gelogen und betrogen, sich geprügelt und randaliert. Die meisten wachsen da raus. Nun, Nelios ist jetzt ein ernsthafter Athlet. Er will zu den Olympischen Spielen. Außerdem ist er mit Barnabas verwandt. Und das ist entscheidend. Ich werde Barnabas Neffen helfen, so gut ich kann. Nelios lebt bei seinem Betreuer Mikos. Ihr Haus liegt auf dem Hügel nördlich von hier. Okay, harte Hand. So, können wir jetzt mit Barnabas darüber reden? Warte mal, ich hole mal die Adrastea hierher. Ich will mal gucken, ob ich mit dem da irgendwie jetzt über den Neffen reden kann. Na, wo immer Barnabas gerade ist. Ach, hier. Oh, Barnabas will nicht mit mir reden. Barnabas, rede mit mir. Rede mit mir. Rede mit mir. Rede mit mir. Können wir jetzt reden? Können wir jetzt reden? Rede mit mir. Ach so, rede doch mit mir. Dann nicht. Zurück deinen Neffen heben. Mann. Alles gut. So, dann werden wir mal gucken gehen, was mit dem Bengel schon wieder ist. Athlet will zu den Olympischen Spielen. Phoebus. Vor allen Dingen hat der einen Aufpasser. Wozu braucht denn der einen Aufpasser? Los! Eigentlich müsste das ja hier unbedenklich sein, aber... Hm. Wird mal speichern. Mikos Haus. Wie oft er schon zu krank zum Arbeiten war. Nur um dann keine 2 Stunden später mit seinen Freunden zu spielen. Bei Zeus. Er ist seitdem älter geworden. Er ist kein Kind mehr. Ja, aber er nutzt immer noch die alten Tricks, wenn du mich fragst. Sei doch vernünftig, Barnabas. Ich sah, wie er sich erbrochen hat. Seitdem geht es ihm so. Der tut nur so, Mikos. Das habe ich schon einmal gesehen. Götter, gib mir Penelopes Geduld. Es ist nicht nur Nelios. Es trifft auch andere. Alle aussichtsreichen jungen Athleten werden krank oder verschwinden. Irgendwas stimmt nicht auf Thassos. Was auf Thassos vor sich geht, interessiert mich nicht. Aber ich kenne meinen Neffen. Oh ja! Er betet förmlich am Altar der Ergia. Er ist ein Jünger der Faulheit und des Müßiggangs. Hilf mir, ihn zu Verstand zu bringen.
Vielleicht solltest du diesmal nachsichtiger mit deinem Neffen sein. Er kommt mir wirklich krank vor. Ah, du hast recht. Ich schätze, ich wollte es nicht wahrhaben. Aber jetzt sehe ich, dass er kein Kind mehr ist. Er ist erwachsen, doch er braucht trotzdem Hilfe. Mir fällt nur eine Möglichkeit ein. Gebt mir Bescheid, wenn sein Zustand sich ändert. Ich bin auf dem Schiff und opfere für Asklepios. Gib Barnabas etwas Zeit. Aber die Zeit läuft uns davon. Ich habe noch mehr Hinweise. Doch in dem Zustand kann ich Neleus nicht allein lassen. Vielleicht kannst du mir helfen? Barnabas ist auch meine Familie. Ich tue alles, was ich kann, um Neleus zu helfen. Danke. Weißt du, es verirren sich nicht oft hübsche und fähige Söldnerinnen in dieses Haus. Quicky, quicky. Das Schicksal mag Neleus krank gemacht haben, aber es hat uns auch zusammengeführt. Ich möchte nicht krank werden und bereuen, was ich nicht getan habe. Aber reden wir zuerst über deine Vermutungen. Nun, jemand im Gymnasium der Meister muss etwas wissen. Aietes war zuletzt mit Neleus zusammen, als es ihm noch gut ging. Sie waren Freunde? Das waren sie. Wenn er nichts weiß, könntest du mit dem Arzt im Steinbruch reden. Wenn er der örtliche Arzt ist, muss er irgendwas wissen. Der letzte, der Neleus sah, bevor er krank wurde, war Aietes. Wo kann ich ihn finden? Er ist ein vielversprechender Athlet, aber lange nicht so talentiert wie Neleus. Er ertüchtigt sich gerne im Umland des glorreichen Weinguts. Dort solltest du nach ihm suchen. Der hat auf jeden Fall was damit zu tun, hör mal. Ohne Scheiß. Ich würde gern mit diesem Arzt im Steinbruch reden. Der Steinbruch von Aliki liegt im Süden von Tassos. Der dortige Arzt betreut sowohl die Athleten als auch die Arbeiter. Eine merkwürdige Kombination. Ja, wenn man bedenkt, dass viele der Arbeiterathleten sind, die den Sport aufgaben. Irgendwas ist mit ihnen passiert. Der Arzt ist die einzige Verbindung, die ich sehe. Was kannst du mir über dieses Gymnasium sagen? Du meintest, andere Athleten seien verschwunden? Viele, ja. Athleten aus der ganzen griechischen Welt kamen hierher. Wenn sie verschwinden, glauben die Leute, sie wären einfach nach Hause gegangen. Eine überzeugende Geschichte, falls ihnen etwas angetan wurde. Ganz genau. Ich gehe den Hinweisen nach und komme zurück, sobald ich mehr weiß. Hab Dank, Söldnerin. Und du kannst gerne jederzeit zurückkommen. Da kommt man hier auf die Insel? Du bist zurück. Neleus geht es immer noch nicht besser. Aber vielleicht bist du ja auch wegen mir hier. Ach komm, wir waren so lange auf See und unterwegs. Wir brauchen mal wieder was. Du bist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich wollte dich wiedersehen. Ich möchte das nicht verheimlichen. Du bist in mein Leben gestürzt, wie eine Kreatur vom Gipfel des Olymp. Ich gebe offen zu, dass ich auch an dich gedacht habe. Vielleicht sollten wir unsere Gefühle beiseite schieben. Fürs Erste. Um Neleus willen. Ja. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Ich gehe den Hinweisen nach und komme zurück, sobald ich mehr weiß. Hab Dank, Söldnerin. Und du kannst gerne jederzeit zurückkommen. Okay, ich weiß nicht, warum wir jetzt nochmal zurückgekommen sind. Um ihm nochmal... Keine Ahnung. So, mehrere Quests haben wir angenommen. Wo gehen wir denn zuerst hin? Den Freund besuchen? Sind die hier? 1400 Meter, das ist der erste, ein Arzt und ein guter Hirte.
da drüben irgendwo. Okay. Kann ich von hier aus das Schiff rufen? Ja. Passieren Dinge, aber nicht hier auf der Insel. Okay. Merkwürdig. Na gut. Dann müsste das ja eigentlich wieder helle sein, wenn wir jetzt hier wieder rauskommen. Nö, ist immer noch Nacht. So, alle festhalten. Wir müssen da mal rüber. Alle Seeleute an Bord! Wir erwarten Befehle, Kapitän. Ich hoffe für Neleus, das ist keiner von seinen Streichen. Er kann nicht so schlimm sein, wie du ihn erscheinen lässt. Schlimm? Er hat einmal den ganzen Wein für ein Fest zu Ehren Poseidons gestohlen. Fässerweise. Unglaublich. Als wir sie öffneten, war nur Meerwasser drin. Oh, das ist schlimm. Ja, und es wird noch schlimmer. Er stolperte einfach so in das Fest hinein, so betrunken wie ein Fisch nass ist, und behauptete, es sei ein Zeichen von Poseidons. Dieser Malakas Neleus. Was ist denn das für ein Schiff? Ich kann nicht anders. Also wir holen mal ein bisschen aus. Die steht nämlich da. Ich will nämlich volle Breitseite nehmen. Keiner. Feuer! Macht schneller! Sie nehmen Fahrt auf, um uns voll zu treffen! Erhöht das Tempo! Los doch! Bereit halten zum Feuern! Bereit zum Jawohl. Feuern! Folgt mir und lasst sie büßen! War ja schon fast tot. So, der hört zu uns. Alles gut. Wir wollen uns mal jetzt so schön die Kistchen hier holen. Hat da noch eine? Nee. Gut, mal gucken wir mal. Achso, haben wir hier irgendwo einen Anlegeplatz? Ach, ist direkt gleich davor rot. Okay. Das passt ja. Na, siehst du. Da ist der Steinbruch. Jetzt muss ich den Arzt finden, den Mikos meinte.
Sehr gut. Diese Arbeiter wissen bestimmt, wo ich den Arzt finde. Nanu. Nein, wir brauchen den Arzt. Ja. Ich weiß nichts. Bitte frag mich nichts. Was? Ah. Nein, nein. Bitte geh. Wir wollen keinen Ärger. Ich will auch keinen Ärger. Ich brauche nur Antworten. Auf welche Fragen? Er sieht schlecht aus. Er ist sehr krank. Sein Verstand ist vernebelt. Wir brauchen den Arzt. Mir wurde gesagt, ich würde den Arzt hier finden. Der Arzt ist fort. Er wurde gefangen. Verzeih, Worte sind schwer. Mein Gedächtnis, mein Verstand ist im Nebel. Meistens, wenn der Arzt nicht zurückkommt, bin ich bald wie er. Männer brachten den Arzt zu den Minen, nördlich von hier. Er ist schon sehr lange fort. Erzähl mir von dem Arzt. Er ist ein guter Mann. Er macht die Medizin und heilt uns von unserer Krankheit. Ganz sicher? Der Arzt sagt, es braucht Zeit. Deshalb brauchen wir ihn zurück. Bald. Ist dir etwas zugestoßen? Etwas, wodurch du im Steinbruch gelandet bist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Arzt uns gerettet hat und sich um uns kümmert. Aber ohne den Arzt und seine Medizin ist es schwer, wieder gesund zu werden. Ich suche nach ihm. Bring ihn zurück. Bitte. Sie brachten ihn nach Norden, zu den Minen. Hey, tritt von ihm zurück, Söldnerin. Hey, misch dich nicht ein. Das wollen wir doch mal sehen. Na komm schon. So, wir müssen jetzt so da lang. Der hat doch gesagt, hier sind ehemalige Sportler in den Steinbrüchen. Vielleicht sind das ja alles die, die verschwunden gegangen sind. Die arbeiten jetzt in den Steinbrüchen. Um keine Konkurrenz mehr zu sein für den Freund? Fragezeichen? Eventuell. Der Arzt muss hier irgendwo sein. Ja. Geh mal außen rum. Nicht, dass da Fische sind, die mir an Leder wollen. Nehmen wir erstmal mit hier die Bäume. So, mal gucken. Das ist schon alles so ein bisschen. Ich denke mal, die kriegen hier Drogen oder sowas. Irgendwas, was die gefügig macht. Oder die Zeug, was vergessen oder was die vergessen lässt. Die so ein bisschen Matsch in der Birne. Okay, hier ist Sperrgebiet. Also
noch mehr drin. Komm ich hier rum? Hast du das mit den Rationen gehört? Die Götter retten dich! Für die Götter! Alles klar, das lief doch schon mal gut. Kopfgeldjäger in der Nähe. Alter, wie dicht. Ach, da hinten irgendwo. Ich schätze, da drin finde ich mehr als nur Silber. Nein! Scheiße! Hattest du das gefunden? Alter, wo kommt denn der jetzt her? Shit. Wer lehrte dich zu kämpfen? Deine Oma lehrte mich zu kämpfen. Komm schon, zeig mir, ob du damit umgehen kannst. Zeit zu sterben! Noch ein Schlag. Genau, hat er recht gehabt. Krieg an. Der so alles wies. Du hättest heute zu Hause bleiben sollen. Sind die jetzt hingeflogen? Wo sind die jetzt hingeflogen? Die sind denn mit ihnen mal weg und dann ist gut, oder was? Ach, ist ja scheiße. Schade. Naja. Gucke gerade, ob hier noch irgendwo Jolt liegt. Frei. Folge mir! Ich kenne einen geheimen Ausgang. Hier lang! Dann kannst du eine Frau nach Hause sehen. Ist alles schicke da. Naja, dann nicht. Überrundet. Na du, rede doch. Endlich frei. Ich wusste, sie können mich nicht ewig festhalten. Du musst mir nicht danken. Doch, doch. Vielen Dank für meine Rettung. Aber ich muss zurück. Meine Schäfchen warten auf mich. Haben sie dich geschickt? Ich weiß nicht, von welchen Schafen du redest. Nein, nein, meine Schäfchen sind keine Tiere. Sie reden, wenn auch ein bisschen langsam.
Du sprichst von den Arbeitern im Steinbruch. Ja, ja, meine Schäfchen. Ich pflege sie und gebe ihnen Medizin. Im Gegenzug helfen sie mir bei meinen Forschungen. Meine Schäfchen bedeuten mir sehr viel. Du siehst stark aus. Ja, ja. Ich habe nie genug Schäfchen. Schließt du dich meiner Familie an? Es wäre eine große Hilfe bei meinen Forschungen. Ich bin kein Versuchskaninchen. Wie wär's mit einer Regelung im Todesfall? Nein. Ein großer Verlust für die Forschung. Die Medizin, die ich mache, ist sehr lecker, weißt du? Erzähl von dieser Medizin. Ach, die Medizin. Ich gebe sie meinen Schäfchen, wenn mein Spezialtonikum Nebenwirkungen hat. Manchmal ist es zu stark. Nebenwirkungen? Wie Gedächtnisverlust? Ja, du weißt davon, dass meine Schäfchen... Es ist meine Schuld, ja, ja. Und doch gibst du ihnen weiter das Tonikum. Ich hatte keine Wahl. Ich wurde dazu gezwungen. Aber ich mache es wieder gut. Ich mache es immer wieder gut, ja, ja. Haben die Schäfchen eine Vorgeschichte? Ich weiß es nicht und ich muss es auch nicht wissen. Ich weiß nur, dass ich ihnen in einer Höhle wie dieser hier mein Tonikum geben musste. Wenn es versagt, behalte ich die Schäfchen und kümmere mich um sie. Das muss ein besonderes Tonikum sein. Ja, ja, es macht die Schäfchen so stark. Doch wie gesagt, die Nebenwirkungen können sehr ernst sein. Womöglich habe ich etwas falsch berechnet. Meine armen Schäfchen. Die Leute, die dich entführt haben, wer sind die? Es war der Kerl mit der Augenklappe. Er führte die Befehle des Glatzköpfigen aus. Sie wollten mein Tonikum und zwangen mich, noch mehr herzustellen, diese Schweine. Malaka! Ich hatte keine Wahl. Sie hätten meine Schäfchen ermordet. Dann sperrten sie dich ein. Nun, sie wollten mich nicht mehr zu meinen Schäfchen lassen, also habe ich ein paar von ihnen vergiftet, ja, ja. Niemand kann mich von meinen Schäfchen fernhalten, ja, ja. Na, das ist der Freddy. Ich brauche die Medizin, von der du sprachst. Gib sie mir. Was? Aber warum denn? Dazu bin ich nicht verpflichtet. Das werde ich nicht tun. Nein, nein. Ich brauche die Medizin für einen Bekannten. Er leidet unter den Nebenwirkungen deines Tonikums. Was? Das kann nicht sein. Du lässt doch keins deiner Schäfchen im Stich, oder? Ich lasse meine Schäfchen nicht im Stich. Aber es braucht Zeit, es herzustellen. Ja, ja. Zuerst erledige die Malakes, die mich von meinen Schäfchen fernhielten. Sie sind in der Festung, die Straße runter. Ich kümmere mich um sie. Bei meiner Rückkehr erwarte ich die Medizin. Ja, ja. Ich brauche Zeit, um die Zutaten zu sammeln. Vielleicht willst du dich erstmal in der Stadt Thassos umsehen. Dort sollen komische Dinge vor sich gehen. Ja, ja. Diese Medizin könnte Neleos helfen. Doch zuerst kümmere ich mich um die Entführer des Arztes. Nur meine Waschmaschine klappert. Da ist er. Da ist noch ein Bär. Den kicken wir mal, wa? Verdammt, eine Festung. Okay, da ist ein Leuchtfeuer. Das muss ich auf alle Fälle als Erstes machen. Wir werden auch gleich mal umziehen. So eine relativ kleine Festung. Na gut. Soldaten gibt es ja trotzdem hier wie Sand am Meer. Noch ein bisschen was. Kommen immer neue Leute zum Vorschein. Newt. Die Folge mache ich aber erst, oder die Quest. Die Festung, wollte ich sagen. Mal erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann hier wieder. Dann
Und dann geht's hier richtig rund. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.